werden ja mehrfach neu monetarisiert. Ist der abgelatscht, abgefahren, wird überprüft und wird neu vulkanisiert von den Reifenherstellern. Wenn die Reifenhersteller abverlangen, das ist ja Regel. Die Dinger kosten richtig eine gute Kohle. Da hinten raus ja richtig. Okay, wir fahren ein bisschen weiter, ne? Kommen wir auch bei der Feuerwehr vorbei? Na klar doch. Na klar doch, soll ich uns ab? Na und fährt weiter. Nun, wir fahren natürlich ein bisschen weiter. So, das ist natürlich hier das Gate für den A380. Hier sind dann natürlich auch drei Ausgänge oder Eingänge, je nachdem. Das ist natürlich Vorschrift. Und das Flugzeug ist natürlich auch sehr, sehr groß. Hier unten rechts, meine Herren, dort kommen die ganzen Koffer an hier für die Kiddies. Ne? Wenn ihr eincheckt, kommen dort die Koffer an. Da ist so eine Kofferbandanlage, wird dort sortiert und dann zum Flugzeug gebracht. So, hier unten rechts sind Gepäckförderbänder für das ankommende Fluggepäck installiert und gleichzeitig auch die Ausgänge hier rechts für die Passagiere. So, wir fahren einmal hier herum. Hier unten rechts, dort sind die technischen Anlagen von der Bundespolizei untergebracht. Da ist auch diese Anlage nicht so stark beleuchtet. Hier zum Flugsteig B, der wurde ebenfalls vor gut 18 Jahren komplett neu installiert bzw. neu gebaut. Die zweite Sortieranlage. Hier findet auch das Late-Night-Checking statt, das heißt am Vorabend eingecheckt und am nächsten Morgen sind die Koffer im Flugzeug. So, wir fahren einmal hier links hinaus, noch weitere Vorfeldflächen, wo die Flugzeuge stehen. Winke nochmal, ne? Da ist der junge Rump-Agent, der das Flugzeug dort vorne gepusht hat, hat natürlich den Piloten verabschiedet. Dort die nächste Maschine, dort sehen wir auch jetzt an der linken Seite den Airbus, der zur Start wandert. Geht das hier ruckzuck, eine Maschine landet, die nächste startet. Die Germania wird jetzt auch gleich nach links abbiegen, aber erstmal hier die Rollerlinie entlang rollen. Vor uns haben wir ein Andockmanöver. Meine Herren, wir schauen uns das mal an. Dort kommt die British Airways in einem Flugzeug. Jetzt kann man hier so ein Undock-Manöver sehr schön miterleben. Hier wird der Einweiser wieder vorfahren, aber der Pilot hat natürlich noch ein Hilfsmittel. Schauen Sie mal nach rechts, sehen Sie an die Treppe das schwarze Schild. Nur das Schild unter Beobachten. Dort steht der Flugzeugtyp drauf. Slow heißt langsam, ne? Und dort taucht ein Pfeil auf. Schauen Sie das mal. Ah. Die Einpackhilfe. Da, genau, heute ist das sogenannte Markerboard. So, dort oben, dort richtet sich der Pilot jetzt an diesem Schild. Dort ist der Strich, der wird immer kleiner. Und Achtung, aufpassen, Stop. So, das war's.
Früher sind die Einweiser ausgestiegen und haben die angelotst. Heute Schnee von gestern. So, dann steht da drauf, okay. Und dann taucht gleich die Flugnummer auf. Die Zeit. Bremsklötze liegen. Jetzt zählt die Zeit. So, dann hat auch der Pilot die Triebwerke ausgeschaltet. Das kann man auch an dem Flugzeug erkennen. Da leuchten so rote Lampen auf, so Blinklampen. Jetzt sind die ausgeschaltet. Das kann man gleich hinten an diesem Air Berlin-Maschine sehen. Dort wird es auch gepusht jetzt. Hinter uns. Natürlich noch einen alten Tower, der steht dort oben rechts auf diesem Gebäude. Das war der ehemalige Tower. Heute ist dort die Vorfeldkontrolle und die Sicherheitszentrale untergebracht. Von dort oben bekommen die Piloten die Parkposition zugewiesen, aber auch die Einweiser. Natürlich als Tower nicht mehr unter Funktion. Darüber hinaus, oben am Dach, ist natürlich die Besucherterrasse, die Sie natürlich auch noch besuchen dürfen. So, hier ein Palettentransporter wird hochgefahren, hier am Aufzug gleich werden die Container dort hinausgeholt und zu den Gepäckausgabebändern gebracht. Hier links kommt die russische Maschine Aeroflot. Kommt klar aus Moskau oder St. Petersburg, da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, das nächste Flugzeug ist ebenfalls gelandet, wird jetzt auch hier gleich andocken. Dort ist auch schon der Einweiser vor Ort und auch schon die Mitarbeiter. Aber ebenfalls hier am Gebäudetrakt B wurde ebenfalls oder bis zum heutigen Tag noch angebaut. Hier unten die großen Tore sind natürlich etwas hinausgebaut worden, um die Kofferkapazität zu erhöhen. Ja, sie ist zuständig für zwei Flugsteige, einmal Flugsteig A und Flugsteig B. Hier findet auch das Late-Night-Checking statt, das heißt am Morgen eingecheckt und am nächsten Morgen sind die Koffer im Flugzeug. Aufbewahrungskapazität in dieser Halle, ca. 3800 Koffer, dann ist diese Halle voll. Ja, Flugsteig A, meine Herren, ebenfalls neu instand gehalten und hier wurde ausschließlich nur die Lufthansa betreut und deren Kooperationsfirmen, einige zu nennen. SAS, Austrian Airlines, Swiss Air, die Engineer, die China Air, die wird hier am Flugsteig A betreut. Ja, meine Herren, hier rechts kann man ebenfalls erkennen, ein A319 wird hier erwartet. Kann man schön an dem Schild erkennen. Und das Markerboard erkennt natürlich das Flugzeug. Wenn so ein Flugzeug hier anrollt, wird es gescannt. Mit
einem 3-dimensionalen Scanner und dann taucht der Fall. Folglich R1 sind zwei Embraer Typ 190. So, und vor uns haben wir natürlich die 777, das größte Flugzeug von dieser Baureihe. Schauen Sie mal, wie lang das Flugzeug ist. Das ist gut und gerne so an die 67 Meter lang. Das waren die 61 Meter eine Spannweite, hat über 400 Passagiere an Bord. Das ist der Flug von Düsseldorf nach Hongkong. Fliegt er nonstop oder macht er noch einen zweiten Zwischenstopp? Der fliegt nonstop. Das sind alles Direktflüge ohne Zwischenlandung. Natürlich wird das hier alles mitgenommen, meine Herren. Die ganze Fracht, Koffer. Diese Flugzeuge sind zu 99% ausgebucht. Schauen Sie mal nach links. Im Landeanflug ist da ein Großraumflugzeug. Ich habe es leider noch nicht erkannt, was das für eine ist. Schauen Sie mal nach hinten links. Dort kommt ein Riese an. Vier Strahlen, glaube ich. Ja. Das ist der von der Lufthansa, ne? Okay. Auch ein A340. Landet auf die kürzere Bahn. Ja. Die haben wir gleich rausgegeben, ja. Und dann ist es der Fall.
wir fahren natürlich weiter, ne? So, das nächste Flugzeug. Schon erwartet hier vor uns. Immer rundum, denn so wie ich fahre, darf ich normalerweise gar nicht fahren. Aber so sind sie genau in den Fachgebieten, die den Fachgebieten kontrollieren. Wir müssen uns mal noch mal. Wartet jetzt, dass die Lampen ausgeschaltet werden. Hier unten sehen Sie am Flugzeug, die Triebwerke laufen noch. Sobald die aus sind, dürfen auch die Mitarbeiter an dem Flugzeug heran. So, immer noch nicht. Die stehen noch dort vor Ort. Er darf auch nicht am Hauptfahrwerk noch die Klötze legen. Noch nicht. Für unsere eigenen Fahrzeuge.
aber durch das hohe Passagieraufkommen sind sie umgewandelt worden. Sogenannte Busgates, das heißt, hier steigen die Gäste in den Bus hinein und werden dann zum Flugzeug gebracht, die an Außenposition stehen, nicht an diese Gates. So, und wir fahren weiter Richtung Lufthansa Technik und dann zur Feuerwehr. Hier rechts, wo die schwarzen Limousinen stehen, dort ist der sogenannte VIP-Bereich. Hier werden die Gäste in Empfang genommen, in der Lounge geführt, betreut bis zum Abflug und dann mit diesen Limousinen zum Flugzeug gebracht. Das ist ein Flughafen eigener Betrieb, hat mit Airlines nichts zu tun, somit kann das jeder Fluggast in Anspruch. Und bezahlen, genau. Vorab nur mit Checkern. Sie können dort nicht Waren zahlen. Nur die schwarzen Checkern hier. Oder die goldene. Schon gehört, in Zeitungen steht es ringsum, Werbeplakate in Düsseldorf, aber auch bei uns hier vorne. Ja. Ja. Okay, wir fahren weiter. Ja, die stehen ja nicht ganz. Ja. Die stehen möglichst weit vorne, damit die ganz schnell raus sind. Ja, aber er meint, okay, das ist eng. Nein, ja, vollkommen recht. Das sind Gebäude, die noch aus den 50er Jahren stammen. Wie schwer ist das? Ja, wir haben so einen Feuerwerkfahrtest. Ach so, okay. Da kennt ihr den ganzen Feuerwehrfahrt. Sehr, ne? Schön. Und dann ist das von Rosenbauer umgebaut. Super, genau. So, hier sind wir natürlich auch bei den Regionalflugzeugen noch angekommen. Hier links. Sie sehen jetzt von Eurowings die Maschinen. Ja. Fahren wir mal. Hier kommt noch ein Flugzeug. So, hier ist der Einweiser, hier kann man das nochmal sehr schön sehen. Müssen alle Fahrzeuge warten. Der arbeitet mit der Hand. Und jetzt ist er ausgefüllt. Guck mal hier, stell dich mal hier vorne hin. Ihr könnt das genau sehen. Guck mal da, jetzt lohnt sich das Fahrzeug. Normalerweise darf der gar nicht durchfahren. Er muss nämlich warten. Ja? So, und jetzt lohnt sich das Flugzeug zu sich heran. Ja,
die Kern über Kreuz. Und jetzt steht das Flugzeug. So, dann macht ihr natürlich auch Winter und schon geht es los. Ne? Flugzeug ist angekommen. So, und wir setzen uns wieder ein. Das ist gut. So, und weiter geht's. Ja, diese Flugzeuge hier, die älteren, die auch vom Bombardier werden die gebaut. Sie werden getauscht. Und die Lufthansa hat natürlich zwei Firmen gegründet. Tochterfirmen, einmal Eurowings und Germanwings. Sie fusionieren natürlich in Eurowings, somit werden sie in neue Airbus A320 getauscht. Die verschwinden alle. Im nächsten halben Jahr gibt es die nicht mehr hier bei uns. Oder beziehungsweise bei Eurowings. So, wir fahren einmal hier links hinein. Das sind natürlich auch ganz beliebte Jobs hier, diese Flugzeuge, die im Regionalbetrieb arbeiten oder fliegen. Da fliegen auch sehr viele Pilotinnen natürlich, diese Flugzeuge. Das heißt, sie fliegen morgens weg und abends sind sie wieder hier vor Ort. So, und weiter geht's. Hier links sehen Sie der Germanwings Maschinen und hier gleich ein ganz neues Flugzeug von Germanwings, von Eurowings, Entschuldigung. Ganz neuer Airbus A320, dort vorne an der linken Seite. Vielleicht werden wir auch gleich noch zwei ganz neue sehen können. Hier sind wir am Frachtzentrum herangefahren. Hier wird die Fracht für die Flugzeuge zusammengestellt, aber auch Fracht wird in Passagierflugzeugen mitgenommen und gebracht, denn die Frachtflugzeuge haben hier bei uns sehr selten. Dieses Flugzeug steht da. So, Halle Nummer 8. Das ist die ehemalige LTU-Halle. Ja, diese Halle ist natürlich nicht so groß wie die neue, aber nichtsdestotrotz passen da noch drei Airbusse des Typs A330 hinein. Natürlich so verschräg wie dieses Flugzeug. Alles schon aufgefüllt. Bis auf den letzten Zentimeter. Bis auf den letzten Zentimeter, genau. Ja, diese Halle wurde auch vor wenigen Jahren wieder neu rundrenoviert. Die hat einen neuen Fußboden bekommen und das ist natürlich im Besitz von Air Berlin. Frisch, wa? Gut. Oh. Und da sind die Flugzeugbuscher. Und bezahlt, die Reise geht weiter. Getestet, die repariert worden sind, ohne einen Defekt haben.
Die Flugzeuge werden rückwärts hineingeschoben, dort rechts um die Schläge ist der Abgasstrahl abgeleitet, denn diese Halle ist zu 80% schallisoliert. Das heißt, hier kann man so viel Lärm machen, wie man möchte, hört uns kein Mensch. Also eine Lärmschutzhalle und Flugzeugmotorentests. Schaut mal geradeaus, ein paar Hubschrauber. Und Motorentests dürfen an den Vorfeldflächen nicht mehr stattfinden. So, da ist der Polizeihubschrauber. Somit sind wir ja bei der Polizei herangefahren. Schaut mal, was der macht. Er landet jetzt gleich dort auf seinen Anhänger. So. Oder auch nicht. Schauen wir uns doch mal an. Wenn jetzt die Mittelachse der Hauptstadt und Landebahn Süd, kann man ja an die Landebefeuerung erkennen. Sie ist noch nicht eingeschaltet, natürlich logischerweise Flugzeuge kommen aus den anderen Richtungen.
So, so willst du machen. Sind wir an den nordöstlichen Teil herangefahren. Rechts die Landebahn. Dort, sie ist 2700 Meter lang. Links die Landebahn Süd. Sie ist 3000 Meter lang. So, meine Herren, haben Sie bis hierhin Fragen? Da hinten waren Bauarbeiten, woran wir vorbeigefahren sind. Da bitte. Das sind Erdbewegungen von da drüben, also von der anderen Seite. Dort wurden Gruben ausgehoben, um das Material gelagert zu lagern. Das soll jetzt aus dem Regen gebaut werden. Und da wird auch noch hier eine Straße gebaut. Da hier wird noch jede Menge gemacht. Meistens das Erdaushof von Ulm. Ulm haben sie noch. Also hier in der Mitte. Bauarbeiten begonnen. Bomben ausgehoben. Weißt du, vor Jahren gab es auch mal einen Steig E. Damals kam es eine extra S-Bahn, die zum Steig E gefahren ist. Schon ein paar Jahre her. Und zwar. Das war der Flugsteig E von der ehemaligen Delta, wo jetzt die Halle steht. Die große Halle. Dort waren natürlich auch früher ihre Flugsteig. Das ist noch eine S-Bahn. Das ist eine S-Bahn, die nicht direkt ist vorbeigefahren, aber ich glaube, das ist da wie immer.